Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Landi Landinger und Cage Rules Nummer 2. Es geht jetzt um die G-Form. Die G-Form ist eine sehr unbekannte Mollform, also man findet die sehr selten, meistens auch nur als Umkehrung. Die originale G-Form, das hier G, B, D, das ist die G-Form, die wir alle spielen. Ich spiele sehr viel lieber den Quintakkord. Jetzt müssen wir aber jetzt bei dem, oben haben wir hier einen G5, aber hier unten haben wir den G und dann haben wir den Ton B. Und der Ton B, das internationale B, also der deutsche Ton H, wird um einen Ton nach unten geschoben. Das ist ja so, wie man sieht, wirklich schön ist anders, also das ist nicht sehr komfortabel. Also bei einer Mollform in der G-Form spiele ich meistens sowieso hier einfach nur den Powerchord. Ein Powerchord ist egal, ob Moll oder Dur, aber würde gehen. Aber, also wie gesagt, hier mit dem Powerchord bist du immer irgendwo auf der sicheren Seite. Und um die G-Form zu machen, braucht man die G-Seite. G-Seite, G-Moll. Und wer hier diesen Akkord spielt, muss hier auch die B-Seite überdecken, weil ich kann nicht hier Dur, oben Dur und viel Spaß. Also muss ich die überdecken. Okay, das ist die A-Form. Nicht sehr bekannt, aber für Rock'n'Roll. Also ich möchte nicht darauf verzichten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war die G-Form. Jetzt geht's zur E-Form. Die Kinder sowieso.